So, und weiter geht's mit der nächsten Stage. Was ich euch noch sagen wollte, ich weiß jetzt inzwischen, wieso Mega Man hier nicht mehr Mega Man heißt, sondern einfach nur X. Das hat mir nämlich jemand verraten. Und zwar liegen hier 100, vielleicht etwas mehr, Jahre dazwischen, zwischen den beiden Spielen. Das heißt, man spielt nicht mehr Mega Man, sondern ist jetzt ein anderer Roboter. Und daher kommt das, den Roboter hier hat Dr. Light kreiert, bevor er gestorben ist. Und das hätte ich auch alles lesen können, wenn ich beim Intro schnell genug gewesen wäre. Was mit Mega Man passiert ist, keine Ahnung, weiß man nicht. Das wird vielleicht noch geschrieben oder Capcom hat einfach keine Lust dazu. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht bekannt, was mit Mega Man passiert ist. Eigentlich müsste der ja auch noch leben, denn er ist ein Roboter. Also würde ich sagen, lebt er wahrscheinlich noch, wenn er nicht kaputt gegangen ist. Er hat ja auch noch eine kleine Schwester, beziehungsweise einen kleinen Schwesterroboter namens Roll. Das kam daher, weil er ja auch Rock hieß, der Mega Man. Und da fanden die es lustig, ihn Rock zu nennen und sie Roll. Und der hatte ja auch noch einen dreckigen Köter, der hieß Rush, ein unnützes Viech. Ah, man weiß nicht, was mit denen passiert ist. Keine Ahnung. Vielleicht kommt das noch in irgendeinem Teil, aber in den momentan ist es noch nicht ist es noch nicht gesagt worden. Ja, was war's? Das da war's. Na, komm, ja, gut. Und nein. Nein. Oh, ich hasse den Gegner. Ja, genau. Es ergibt keinen Sinn, dass die Gegner mir schaden, wenn sie mich berühren, sie aber keinen Schaden nehmen, wenn sie... also, ich nehme Schaden, wenn ich sie berühre und es sie nehmen dafür... Oh, der ist schon kaputt. Keinen Schaden, wenn sie mich berühren. Das ergibt doch keinen Sinn, entweder ganz oder gar nicht. Ich verstehe nicht, was ein Mega Man so viel schlechter sein soll, dass er keinen Berührungsschaden verursacht. Ich meine, selbst Me-Tools verursachen Berührungsschaden. Und was machen die? Die laufen auf einen zu. Die sind die Goombas dieses Spiels. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Viel Energie. Endbosszeit? Schon so schnell? Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich schon. So. Er hat sich ein ganz klein wenig aufgefüllt. Ein ganz klein wenig. Nicht so viel, dass es nützlich sein würde. Oh nein, Chameleon. 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 Och nee, die unnütze Waffe war es da. Ja. Oh Gott. Ah, gut. Allerdings dauert es ziemlich lange zum Aufladen, wenn ich ihn nur so besiegen will. Wenn die Dinger auch mal nach oben fliegen würden, wäre das alles kein Problem. Aber das tun die nicht. Die weigern sich. Standhaft. Ja, das ist krass. So. Ja, trifft mich. Ah. Diesmal fliegt es nach oben, aber ich habe keine Ahnung, woran das festgemacht wird, ob es jetzt nach oben fliegt oder nach unten. Na, jetzt bist du auch gleich kaputt. Zack. Aber dass wir so gut aufgefrischt werden vorne im Kampf gegen einen der 8, das ist neu. Wie viel Leben habe ich noch? 0. Warum spiele ich überhaupt weiter? Und schon Endbosszeit, ne? Ne, immer noch nicht. Wieder eine Dacht. Jetzt hauen die aber rein. Na so, du warst einfach. Wie hab ich dich besiegt? Das ist jetzt eine gute Frage. Wie hab ich dich besiegt? Damit nicht. Mit Eis. Mit Eis habe ich dich besiegt. Sollte ich es nur auswählen? Ja. Ja. Ja, nein.
Ja, komm. Scheiß Affenviech. So. Komm, geh down. Wir warten alle. Na, also. Mit der richtigen Waffe sind die ganzen 8 eigentlich ziemlich einfach. Man muss halt nur zuerst den besiegen, von dem man weiß, dass man ihn auch so schaffen kann mit dem normalen Buster. Na, komm. Ist nicht so, wie als würde es irgendeinen Sinn ergeben, mich hier zu verschlucken. Ist einfach nur nervig. Seid ihr nur dafür da, um mich zu nerven, oder wie? Oh, Leben. Beziehungsweise Energie. Leben wäre noch schöner. Ach, komm. Ja, geil, super. So. Wieder eine 8? Ich hab keine Ahnung. 8 oder Endboss? 8 Octopus, klar. Sicher. Gibt's Sinn. Octopus. Ich glaube, man kann hier irgendwas zerschneiden, habe ich gehört. Irgendeinen seiner Arme oder so. Ja. Sehr schön. Allerdings bringt mir das jetzt nicht arg viel weiter. Nein. Sein eigener, nein. Chameleon, nein. Blase, nein. Feuer, nein. Wind, Wind, nein. Das schränkt die Möglichkeiten jetzt ziemlich ein. Auch nichts. Ach komm. Ich sterbe. Na, geil. Nochmal. Dieses scheiß Game Over. Das ist so sinnlos. Ja, geil. Und so weiter. Die Musik klingt wie aus einem Agentenfilm. Oh, wer war der Erste? Ach du, oh, Mistviech. Du, so. Mal schauen, wie der aufgeladen aussieht. Ha. So, vielleicht bist du kaputt. Ja. Wunderbar. Wieder einer weniger, wenn wir den nur nicht schon besiegt hätten. Und weiter. Ich gehe jetzt eh wieder zu dem nächsten. Denen sind dann oft bei den Möglichkeiten ausgegangen, lange Stages zu machen oder so. Ich weiß es nicht. So, und an dich komme ich nur von hier aus. So, geil. Was war's? Du, genau. Da kommt dieser Neon-Mann. Nee, Chameleon. Na, scheiße. Neon-Mann war erst der nächste. 3 auf einmal in einer Stage. Nee, 4. Octopus ja auch noch. Und zack. Ach man. Ja, geil, wir wissen's. Du hast eine Zunge und so. Und wie er diesen Move macht, ist mir unerklärlich. Und wieso der keinen Schaden nimmt, wenn er mit seiner Zunge da oben dran hängt. Aber ist ja auch egal. Er ist nervig, er ist blöd, er ist mein Gegner. Und er macht hässliche Sounds.